Herzlich willkommen zurück zu The New Super Mario Bros. 2 The Next Levels. Und wir gehen direkt wieder ins Schloss. Ich habe nachgeschaut. Ich habe den Boss schon mal offscreen besiegt. Ist ja jetzt nicht so tragisch, weil den Boss dürfte jeder kennen. Danach geht's mit dem Hack weiter. Das heißt, danach wird weiter gehackt. Und ich habe auch herausgefunden, dass ich schon eine gepatchte Version habe, weil sonst wäre ich in einem Level schon nicht weitergekommen. Sonst hätte ich in einem Level schon einen Trick ausführen müssen, mit dem ich weitergekommen wäre. Weil in einem Level konnte man wohl in der nicht gefixten Version nur zu zweit das Level schaffen. Und ich habe ja bisher alles allein geschafft. Von daher gehe ich davon aus, dass ich die gefixte Version habe. Also spiele ich einfach mal weiter. Und dass viele Level original aussehen, liegt daran, dass, das steht sogar in der Spielbeschreibung, dass viele Level, dass der ganze Hack nur zu 90% umgeändert wurde. Das heißt, damit muss ich wohl leben. Heißt, 10% des Originalspiels sind noch dabei, so in den Leveln. Aber ist ja nicht so tragisch, dafür wurde ja genug geändert. Das Level hier wurde auch minimal geändert, wurde mir gesagt. Nur das sind wohl so minimale Änderungen, die ich jetzt nicht bemerken tue. Also besiegen wir jetzt den Boss ganz schnell, der eigentlich gar nicht so schwer ist und so. Und dann geht's auch weiter. Danach kommt nämlich ein Level, das ist total gemein. Was mich schon so ein bisschen geärgert hat beim Antesten. Ich habe es angetestet und war nicht begeistert davon. Das könnte wieder so ein Kandidat für einen Zeitraffer werden. Wenn ich mich doof anstelle. Oh ja, könnte es. So, jetzt sind wir schon beim Boss. Komm. Zum Glück ändern sich die Wege nicht. Es sind immer die gleichen Wege. Komm. Nach hinten. So. Lalalalalala. So. Feuerblume, ja, haben wir schon. Egal. Nehmen wir trotzdem. La, 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 la. So. Gucken, ob ich den mit Feuer mache oder ob ich den ganz regulär mit Sprüngen mache. Ich glaube, mit Feuer dauert der zu lang. Könnt ihr mal gucken, wie viel er mit Feuer aushält? Ich glaube, 3 oder 4 Schuss. Komm, mach hin. Lass deine Röhren erscheinen. Komm. Jawohl. Okay. Nein, er haut sofort ab. Oh, schade. Komm raus. Haha, haha, haha. Oh, okay. Durch sein Feuer kann ich nicht schießen. Das ist doof. So. Oh nein. Okay, ich muss auf ihn rausspringen. Das dauert eh zu lange. Komm raus. So. Alle hier. So. Komm. Komm. Na? Komm raus aus deinem Panzer. Dankeschön. Oh, der war gut. Skill! Und manchmal habe ich ja schon so ein bisschen Skill, oder? Muss ich ja sagen. Nein, das war schlecht. So. Aber ich habe ihn trotzdem geschafft. Zwar meinen Pilz verloren und meine Blume, aber egal. Ich habe einen neuen Mikroständer. Das heißt, ich kann mich jetzt hier besser an den Tisch setzen. Vielleicht hört man auch den Unterschied. Jetzt kann der das Mikro ruhig wackeln und der Tisch kann ruhig wackeln und man hört das irgendwie gar nicht im Mikro. Das ist wunderbar, das ist herrlich. Ja, Sequenz kennen wir ja schon. Oh nein. Dann gehen wir jetzt in die Eiswelt, die gar nicht so eisig ist im ersten Level, was eigentlich zu vermuten war. Ihr werdet gleich sehen. Das ist, glaube ich, ein normales Level gewesen. Oh, hallo Katze. Ich glaube, die hat man jetzt gehört. So. Ja, die Schneewelt. Du bist doch bestimmt wieder ungeändert worden und bist gar nicht der doofe Boss, der da auf dem Schloss sitzt. So, gehen wir ins erste Level rein. Ja, ich möchte speichern. Bei dem Spiel mit dem Speichern, das ist sehr kacke mit dem Quicksave und so, weil man das Quicksave nur einmal laden kann und dann nicht mehr. Und das ist extrem kacke. So, jetzt sind wir hier einen Fall nach unten. Da unten ist aber gar nichts. Die Wand ist zu. Da bin ich das erste Mal schön runtergerutscht und dachte mir, Hack. So. Ah, und sowas ist hier ganz oft. Oh, sowas zum Beispiel. Und ich weiß nicht, ob die Kugel jetzt zurückkommt. Ja. Ich wollte es versuchen. Das war doof. Ich möchte... Ah ja, den Pinguin habe ich gewonnen. Bei den Gegnern, die da auftauchen und so. Als ich dann Offscreen gespielt habe, habe ich die dann doch mal eben gemacht. Das waren eh nur zwei Hammerbrüder, die mit einer Blume schnell erledigt waren. So, und hier muss man höllisch auf diese Löcher aufpassen, überall. So, und hier kommen Feuerblumen raus. So, noch eine?
Komm, da ist ja bestimmt noch eine drin. Jawohl. Miau. So, und hier sind überall Löcher. Da muss ich höllisch aufpassen. Nein! Sowas meine ich! Wow. Ich wusste, dass der Block da ist, aber ich habe ihn vergessen. Wow, ist das kacke. Okay, nochmal. Entschuldigung, dass ich mich jetzt räuspern musste. Ich bin ein Mensch, tut mir leid. Nein, ich wollte den Pilz noch nicht rauslassen. Ich wollte eine Blume daraus haben. So. So, und jetzt werde ich hier springen. Wo ist der Block? Wo ist der Block? Da ist der Block. Da ist noch ein Block. Und oh, wie gemein. Da sind jetzt bestimmt noch mehr Blöcke. Nein? Okay. Puh. Okay, Eisblume. Nein! Ah, gut, dass da Blumen sind. So, ich möchte die Feuer... Der Pfeil ist ja cool. Ah, wie gemein! Die Pfeile zeigen einen die falschen Löcher an. Das ist richtig fies. Also, die zeigen an, da sind Löcher, aber... Alter, dieses Level. Boah! Mann! Hilfe! Wie soll denn da durchblicken? Letzte Röhre ist bestimmt auch fake oder so. Boah! Ist hier irgendwo ein Loch? Hier ist ein Loch. Hier fällt man sofort runter oder so. Gott. So. Das. Nein! Oh, das war so klar, dass das passiert. Oh. Oh nein! Gib mir den Checkpoint. Boah! Gib mir eine Blume oder so. So. Das ist echt gemein, das Level. Oh, Yoshi. Hallo, Yoshi. Ich hab dich vermisst. Du mich auch? Ja? Okay. Ich hab dir versprochen, in dem einen Level dich wiederzuholen. Ich konnte nicht. Ich wurde aufgehalten. Es tut mir leid. So. Lass mich mal hier durch. Wenigstens können wir den Blöcken... Doch, können. Verdammt, da gibt's auch Fake-Blöcke. Nein. Das ist aber gut. Dann kann ich den Panzer vorschicken. Der zeigt mir dann die... Alter, wie gemein das ist. Boah. Boah, kacke. Das ist ein Level. Da ist ja die Spannung mit inbegriffen. Ohne Kack. Wo ist das nächste Loch, wo man reinfallen kann? Super. Wow. Mit der Blume. So. Alter. Mein Gott. Dann fällt man einfach durch irgendwas durch und weiß nicht warum. So. Also man weiß schon warum. Dummes Vieh. Gib mir mein... Nein, Yoshi. Yoshi. Nein. Yoshi. Hier kann ich auch durch. Da fällt man runter. Ja. Kann ich hier irgendwo noch durch? Da sind noch Münzen. Zeigen mir die Münzen an, wo ich durch kann. Anscheinend. Okay, das wird so nix. Ah ja, jetzt kann ich da so durch. Nein, das war doof. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte da hin. Weil... Oh, Yoshi. Das ist schön. Da. Mit Yoshi spart das Spiel auch... Nee. Oh Gott. Kann ich dich fressen? Nein. Kann ich dich haben? Nein. Dann möchte ich hoch. Da sind wieder Löcher. Oh. Ich möchte da hoch. Das geht. Nein. Ah, ich möchte da hoch. Ich komme so an dem nicht vorbei. Ohne Yoshi zu verlieren zumindest. Da komme ich auch hoch. Okay. So. Oh Gott, das ist ein Riesenloch. Was macht hier so komische Geräusche? Oh, das ist eine Wand. Gar nicht weiter. LOL steht da. LOL. LOL. Lass mich da hoch. Och, wie gemein. Gehe ich halt ohne Yoshi weiter. Was ist das? Oh mein Gott. Was macht hier so komische Geräusche? Hört ihr das? Kommen die neu? Kommen die neu? Nein, kommen sie nicht. Oh, ein Space Invaders Ding. Und Level geschafft. Gott sei Dank. Oh mein Gott. Das Level war echt fies. Boah. 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 Okay, hoffentlich kommt sowas nicht nochmal. Rate, wo die Löcher sind. Du könntest durchfallen. Hui. So, nehmen wir mal kein Item. Vorerst, auch wenn ich jetzt mit einer Wasserwelt rechne.
Oder einer Welt, wo man nur die Hälfte sieht. Verdammt. Und kein Power-Up kriegt am Anfang. Oh, die Sonne scheint da oben rechts. Seht ihr das? Schön. Hallo, Koopas. Die Musik ist wieder toll. Da-da-da-da-da-da. Oh, da fällt ich fast von Mario. Nein! Wieso fällt der Pilz links raus? Oh, der fiel... Die fallen doch sonst nie rechts, links raus. Ah. Geht das doch in dem Spiel? Naja. Lala, 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 lala. Ups, war das? Ein P-Switch. Hallo, P-Switch. Was mache ich denn mit dir? Ah, oh. Was bringt mir das? Außer blauen Münzen. Oh, und dann kriege ich noch nicht mal alle, weil ich zu langsam bin. Zu vorsichtig vor allem. Oh, nein, nein, nein. Hep. So. So, gib mir den Panzer. Oh Gott, das war knapp. So, jetzt warte ich, bis das Ding gerade steht. Nein, der hüpft raus, immer. Mann, verdammt. Tschüss, Goomba. Der kommt zurück, darf ich nicht vergessen. So. Kann man auch... Moment. Nee, nach oben kicken kann man gar nicht. Das fehlt in dem Spiel. Hm, schade. Hier falle ich bestimmt wieder irgendwo runter. Das sieht alles zu... Oh. Was zur Hölle? Was? Was? Was passiert hier? Das Ding hat sich gedreht. Oh mein Gott. Jetzt komme ich hier dran. Ist irgendwo ein Power-Up drin? Nein. Oh weh. Oh weh. Oh, sie wippen. Wow, jetzt wäre ich fast da reingesprungen. So. Du machst mich nervös. Komm mal her. So. Hey. Ich möchte den letzten Block. Danke. Nix drin. Toll. Aber hier. Aha. Aha. Als kleiner Mario ist man hier... P-Switch. Nein, na danke. Okay. Hep. Was geht hier ab? Hi, Leute. Party. 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 Oh Gott. Das ist knapp. Oh nein. 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 Ah, ja. Ah, Mario. Hey, wir haben 91 Leben. Davon habe ich mir auch ein paar geholt, als ich offscreen gespielt habe. Oder offscreen spielen musste. Ich werde jetzt die blauen Münzen versuchen zu holen. Weil ich es kann. Weil ich es nicht kann, eher gesagt. Nein, verpasst. Egal. Münzen zählen, kriege ich Leben für. Ich hätte es sogar geschafft, wenn ich gut gewesen wäre. Und sterbe trotzdem. Ja, ich würde sagen, ich beende den Part hier. Sonst muss ich gleich überziehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.